sind diese beiden biblischen Lesungen, die vorgesehen sind für den Tag heute für Petrus Canisius. Und das ist von verblüffender Aktualität, also das, was Sie als Lesung vorgesehen haben, sondern okay, der Teil der Kirche, dem in Amt und Verwaltung, Leitung anvertraut ist, müsste das eigentlich irgendwie aus der Bibel rausradieren. Das ist so das glatte Gegenteil von dem, was wir als hierarchischen Teil der Kirche kennen, gerade hier in Deutschland. Aber es ist eben nur ein Teil der Kirche, und wenn gerade in diesen Bereichen es bis an die Grenze zu einer mafiösen Vereinigung geht, das Verhalten, dann ist es eben wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Kirche Jesu Christi nur eine ganz andere ist, und wir diesen kritischen Maßstab nicht verlieren und uns an dem orientieren, was Christus ist. Und ich finde auch sozusagen, dieses Stück aus der Bergpredigt passt auch sehr gut zu dieser Lesung. Aber ich wollte Ihnen Petrus Canisius nahebringen mit einer kleinen Beobachtung. Haben wir vielleicht im Kopf, so seine Reformation war ja so ein Grundanliegen, auch aus der eigenen biografischen Erfahrung von Martin Luther, sozusagen weg von der Werkgerechtigkeit hin auf allein der Gnade Gottes vertrauen. Das ist so ein Grundantrieb für Martin Luther gewesen. Da steckt auch sozusagen sein eigenes Scheitern an sozusagen immer größeren Frömmigkeitsübungen dahinter. Da steckt dahinter die Beobachtung einer Oberflächlichkeit in der Kirche, die lange Zeit, jahrhundertelang hat man es hingenommen, aber seine Zeit war eine so intensiv religiöse Zeit, dass man es nicht mehr ertragen wollte, diese Oberflächlichkeit. Die Reformation war ja eine religiöse Bewegung, die gesamte Gesellschaft religiös erfasst hat, dass die alte Regeln, die immer so funktioniert haben, weil die Leute nicht so ernst genommen haben, das hat nicht mehr funktioniert. Insofern gibt es überhaupt keinen Vergleich zur heutigen Zeit. Und Petrus Canisius ist insofern wirklich ein Antipode von Luther, weil er, und zwar von seiner eigenen Jugendzeit, also als 20-Jähriger, Anfang 20-Jähriger, hat er für sich sehr klar die Position gefunden, nein, es kommt auf die Werke an, gerade im Religiösen, auf die religiösen Übungen und auf Askese und darauf, dass man Gebetszeiten hält und darauf, dass man ein Glaubensleben gestaltet und all diese Dinge macht, die da sind, und dass das wichtig ist. Und hat das auch schon als junger Mann auch in Korrespondenzen und so etwas ganz deutlich auch gegenüber Freunden aus im selben Alter, und dann später in dem Maße, in dem er dann auch war erst Kartäuser und hat sich für die Kartäuser interessiert, hatte große Beziehung zur Kartause auch hier in Köln gehabt, hat er sehr darauf Wert gelegt. Und zwar, weil er sagt, im Glauben kommt es darauf an, dass ich auch etwas tue. Also ich setze mich nicht hin, ich verschränke die Arme und sage, so lieber Gott, jetzt kommt mal deine Gnade, und wenn die nicht kommt, so. Sondern seine Grundhaltung war, ich muss etwas dafür tun. Und jeder, der Erfahrung hat in Beziehungen, weiß, natürlich, das ist bei jeder Beziehung so. Ja, natürlich möchte ich in einer Beziehung um meiner selbst willen geliebt sein, das ist auch okay. Aber wenn ich nichts für eine Beziehung tue, wenn ich nicht investiere in eine Beziehung, wird sie scheitern. Oder es braucht schon sehr, sehr viel Gnade von der anderen Seite, dass sie nicht scheitert. Und als Canisius dann, also Peter Canis, eigentlich Niederländer, das hat es dann latinisiert, Canisius, als Peter Canis dann in Mainz kennengelernt hatte, den Peter Faber, den ersten Jesuiten, der in Deutschland war, ein sehr geistlicher Mensch, bei dem der Exerzitien gemacht hat, da hat er genau das, was er gesucht hat, bei Ignatius gefunden, in der ignatianischen Spiritualität, dass er gefunden hat, ja, es kommt, also wenn ich Exerzitien mache, wenn ich geistliche Übungen mache, da passiert geistlich nichts, ich erfahre Gott nicht, Gott ist mir fern, oder sowas ist die erste Frage, die Ignatius stellt, dann, hast du deine Gebetszeiten eingehalten? Hast du Stille gesucht? Hast du dich vorbereitet auf die Begegnung mit Gott? Wenn das alles da war, dann muss man darüber überlegen, warum hast du Gott nicht erfahren? Es kann ja sein, dass Gott aus einem Grund dir sich nicht offenbart, dich nicht zeigt, keine Ahnung. Aber wenn du von deiner Seite nichts machst, und das hat
glaube ich, war so ein zentraler Punkt, warum bei Petrus Canisius die Exerzitien Klick gemacht haben. Exerzitien heißt ja Übung. Dann, ja, ich muss mich üben im Geistlichen. Und der entscheidende Punkt dabei ist am Ende die Freiheit, dem anderen in der Beziehung zu überlassen, ob er darauf eingeht. Ja? Also wenn ich in einer Beziehung sozusagen mich sehr um einen anderen Menschen bemühe, kann das sehr schnell in die Erpressung kommen. Jetzt mache ich alles für dich, da musst du doch auch mal. Ja? Das geht nicht. Schon gar nicht gegenüber Gott. Der ist uns nichts schuldig. Aber wenn ich in einer Beziehung sozusagen von mir aus alles tue, um gemeinsame Zeiten zu haben, um da zu sein, um aufmerksam zu sein, eine Blume hinzustellen, ein Licht anzuzünden. Ja, also von mir aus wirklich auch das als Teil meines Lebens verstehe, die Beziehung zu leben und dann in ganzer Freiheit dem anderen einlade, mich einladen lasse, die Gnade erfahre, dieses Geschenk erfahre, dass mir jemand mit Liebe begegnet. Und Petrus hat diese Erfahrung für sich gemacht. Aber das ist nicht der Grund dafür, sondern der Grund dafür ist sozusagen diese Sehnsucht nach Gott, um mich zu bereiten für Gott. Und ohne etwas von meiner Seite, ohne diese Werke, ohne diese religiösen Formen, ohne etwas zu finden, mit dem ich mich bereite auf eine Begegnung mit Gott, geht's nicht. Aber zu meinen, ich könnte Gott herbeipressen, indem ich viele fromme Übungen mache, habe ich was Wesentliches nicht verstanden über Beziehungen, über Liebe, über Gnade, über die Weise, wie es gelingt, in Freiheit auch unserem Schöpfer zu begegnen und unser Schöpfer uns. Und wenn Sie dann noch mal so eine Lesung lesen über dieses sozusagen Paulus, der schildert, wie er sich bemüht, aber eben in aller Armut. Oder die Bergpredigt, das kam davor, die Seligpreisung. Ja, in allem sich bemühen, aber es dann in Armut Gott hinzuhalten. Gott schenkt mir diese Freiheit und in dieser Weise ist es wichtig, dass wir Gott auch diese Freiheit lassen, dass er sich an der Stelle, wie Gott möchte, dich dir zeigt. Und das mag Jahre dauern, bei manchen ist es eine tägliche Erfahrung, manche werden Jahre der Vorbereitung brauchen, um dann den eigenen Augenblick zu erleben, für den Gott sie vorbereitet hat. Vielleicht können Sie das mit eigener Erfahrung füllen und wollen eine kleine Zeit der Stille schauen, wie Sie mit den oder anderen Fragen, die Sie bewegen, auch zu Gott beten wollen. Wenn jemand in Fürbitte sprechen will, auch herzlich gerne. Sonst halten wir einfach Stille miteinander.